Ein weiser Mann sagte einst, alles stirbt. Eine traurige Wahrheit, die sich im Aussterben von Tieren widerspiegelt. Lass uns hier einen Blick auf einige Tiere auf der Erde werfen, die vom Aussterben bedroht sind. Nördliches Breitmaulnashorn. Wir starten hier mit einem der besten Tiere, dem nördlichen Breitmaulnashorn. Warum wir das sagen? Naja, weil dieses Tier schon fast ausgestorben ist. Momentan gibt es nur noch 2 nördliche Breitmaulnashörner auf der ganzen Welt. Aber das noch Schlimmere daran ist, dass beide weiblich sind. Das letzte männliche Nashorn dieser Art, dessen Name Sudan war, starb am 19. März. Nun gibt es nur noch eine kleine Chance, diese Art vor dem Aussterben zu retten, da es Ärzten möglich war, Erbmaterial zu bekommen, womit sie die beiden Weibchen befruchten könnten. Aber auch wenn das funktioniert, dann hat diese Spezies einen langen Weg vor sich, bevor sie von der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten kommt. Du fragst dich bestimmt, warum diese Art so bedroht ist. Die Antwort ist einfach, nämlich aufgrund von Wilderern. Wilderer jagen sie wegen dessen Hörnern. Und sie haben dafür schon fast alle getötet. Es steht nicht gut für diese Nashornspezies. Sumatra-Nashorn. Bleiben wir gleich bei der Nashornfamilie. Du wirst wahrscheinlich überrascht sein zu hören, dass manche Nashörner in Asien leben und speziell eine dieser Arten ist vom Aussterben bedroht. Diese Art wird Sumatra-Nashorn genannt. Was sie so speziell macht, ist, dass es sich um das einzige asiatische Nashorn mit 2 Hörnern handelt, was diese Art dank den Wilderern noch seltener macht. Nun, nicht wie bei dem nördlichen Breitmaulnashorn gibt es mehr Sumatra-Nashörner, ungefähr 100, ob du es glaubst oder nicht. Aber es gibt auch hier einen Haken, denn obwohl es mehr Nashörner gibt, die sich paaren können, passiert das nicht so häufig. Um genau zu sein, gebaren die beiden Weibchen, die gefangen genommen wurden, um diese Art zu retten, nur 2-mal Junge. Und das in den letzten 15 Jahren. Und es hilft auch nicht, dass sie wegen ihren Hörnern immer noch gejagt werden, da sie so selten sind. Pikas. Genauso wie wir hast du wahrscheinlich noch nie etwas von Pikas gehört. Natürlich bis jetzt. Und es gibt einen guten Grund dafür, dass sich Pikas in China befinden. Und das nur in einer bestimmten Region, der Xinjiang-Gegend. Das genügte wahrscheinlich nicht, um sich zu verstecken, denn diese Kreaturen leben hoch in den Bergen und fressen dort das Gras, das sich in unglaublichen Höhen befindet. Und wie du sehen kannst, sind Pikas sehr selten. Aber die Bevölkerungsrate der Pikas sinkt immer mehr. Sie wurden zum ersten Mal im Jahr 1983 entdeckt. Und seither fiel die Anzahl über 70%. Und obwohl es keine genaue Anzahl gibt, wird geschätzt, dass es noch ungefähr 1000 Pikas auf der Welt gibt. Und es sind ziemlich sicher bereits weniger. Riesenotter. Wenn du an einen Otter denkst, dann denkst du bestimmt an eine kleine Kreatur, die in Flüssen schwimmt. Aber was wäre, wenn dieser Otter plötzlich 1,80 Meter groß ist? Dann würdest du einen Riesenotter beobachten. Und ja, die gibt es wirklich. Aber sie leben nur in Südamerika. Diese massiven Kreaturen gibt es schon seit einer langen Zeit und das ist leider auch das Problem dabei. Aufgrund von ihrer Größe werden sie seit Jahren gejagt, hauptsächlich von Ureinwohnern, wegen deren Haut. Aber sie sind nun geschützt und es ist illegal, sie zu jagen. Aber das stoppte deren Anzahl nicht vom Sinken, vor allem nicht in den letzten Jahren. Um genau zu sein, sind die Gewässer, in denen sie sich befinden, verschmutzt. Und aus diesem Grund gibt es immer weniger Nahrung für die Tiere. Und wenn du nicht isst, dann kannst du auch nicht überleben. Nun gibt es viel Goldbergbau in Südamerika und diese Verbreitung ist nicht gut für deren Umgebung, da sie zum Beispiel auch Quecksilber in die Gewässer geben, die die Riesenotter bewohnen. Wenn nicht bald etwas getan wird, um sie zu schützen, dann wird es diese Art nicht mehr länger geben. Echte Karettschildkröte. Nun tauchen wir unter Wasser, denn die Lebewesen im Ozean sind vom Aussterben nicht ausgeschlossen. Man könnte sogar sagen, dass sie von den Menschen viel bedrohter sind als Landkreaturen. Ein gutes Beispiel für dieses Argument wäre die echte Karettschildkröte. Diese Kreatur gibt es schon seit einer sehr, sehr langen Zeit und sie sind eigentlich der Schlüssel des Ökosystems im Ozean. Du weißt schon. Schildkröten fressen Schwämme und diese bestimmten Schwämme schaden den Korallenriffen. Und so hilft die Schildkröte bei der Verbreitung von Riffen und füllt währenddessen auch noch den eigenen Magen. Nicht schlecht, oder? Wie kommt es, dass diese Schildkröte vom Aussterben bedroht ist? Naja, viele Schildkrötenarten verfangen sich in Fischernetzen und sterben somit.
Um fair zu sein, sie sind nicht das Ziel. Sie verfangen sich einfach nur in den Netzen, die für andere Kreaturen gedacht sind. Ob es aus Versehen ist oder nicht, sie sterben. Und die World Wildlife Federation listete diese als kritisch vom Aussterben bedroht auf. Man versucht alles, um diese Schildkröten zu beschützen. Malaysia-Tiger. Du denkst vielleicht, dass nur bestimmte Tierarten von Menschen gejagt werden. Was du wahrscheinlich auch denkst, ist, dass bestimmte Spitzenreiter der Nahrungsmittelkette vom Auslöschen befreit sind. Aber da liegst du komplett falsch. Wenn du uns nicht glaubst, dann solltest du einen Blick auf den Malaysia-Tiger werfen. Diese elegante Kreatur ist schon fast am Punkt des Aussterbens angelangt. Man schätzt die Anzahl der noch lebenden Tiger dieser Art auf 250 bis 340. Für eine Tigerspezies ist das ganz und gar nicht viel. Ironischerweise wurde ursprünglich geglaubt, dass sie Teil einer Unterart von Tigern sind. Hier ist noch etwas Interessantes über den Namen des Malaysia-Tigers. Der Name der Spezies ist Panthera tigris jacksoni, was von Peter Jackson abgeleitet wurde. Er verbrachte sehr viel Zeit damit, Tiger vor Jägern zu schützen. Aber wenn nicht bald mehr dafür getan wird, um diese Tiere zu schützen, dann könnten sie bald aussterben. Saola. Die Welt ist ein wundervoller Ort, aber auch ein mysteriöser. Obwohl Menschen alle Ecken der Welt besuchen, haben wir noch nicht jeden Zentimeter entdeckt. Aus diesem Grund wurde die mysteriöse Kreatur, die als Saola bekannt ist, erst im Jahr 1992 entdeckt. Der Fund dieser Kreatur wurde als der großartigste wissenschaftliche Fund in den letzten 50 Jahren beschrieben. Aber warte, es wird noch besser und noch komischer. Da die Saola so mysteriös sind, gibt es nicht wirklich eine Anzahl, wie viele es davon gibt. Wieso wissen wir, dass diese Art vom Aussterben bedroht ist? Zuerst einmal können sie nur in den Bergen von Vietnam und Laos gefunden werden. Und es glauben viele aufgrund von ihrer Größe und ihrem Auftreten, dass sie die Beute anderer Kreaturen sind. Also, wenn du einmal eine siehst, dann ist das etwas sehr Seltenes. Berggorilla. Hierbei handelt es sich um ein weiteres Beispiel einer Kreatur, die nicht von der Bedrohung des Aussterbens ausgeschlossen ist. Der Berggorilla ist die Unterspezies eines anderen Gorillas und sie leben im Gebirge an der Grenze von Kongo, Ruanda und Uganda. Aber das ist nicht einmal die Hälfte der Geschichte. Da wegen Naturschutzbestrebungen nur die Hälfte der übrig gebliebenen Berggorilla-Bevölkerung in Uganda in einem Park gehalten werden, um sie zu schützen. Es ist, um ehrlich zu sein, ein Wunder, dass diese Kreatur noch nicht ausgestorben ist. Die Verbreitung der Menschen in Afrika brachte die Gorillas dazu, höher ins Gebirge zu gehen, um sich selbst zu schützen. Aber das brachte ihnen mehr Probleme ein als den Pikas, da es für sie gefährliche Umstände sind, in denen sie versuchten zu überleben. Sie haben zwar ein Fell, das sie vor der Kälte schützt, aber dieses Fell schützt sie nicht vor allem. Wenn du hier noch an das Jagen denkst, dann ist es klar, weshalb die Anzahl der Berggorillas bei nur noch 1000 liegt. Aber zumindest helfen Naturschutzbestrebungen in diesem Fall im Vergleich zu den anderen Tieren auf dieser Liste. Und es gibt Hoffnung, dass dieses Tier noch länger bei uns bleibt. Kalifornischer Schweinswal. Es gibt etwas, das sich schrecklichster Titel, den du nur haben kannst, nennt. Und für den kalifornischen Schweinswal ist das der Titel des seltensten Meerestieres der Welt. Wir behaupten das, da es weniger als 60 dieser Art auf der Welt gibt, was sie an den Abgrund des Aussterbens bringt. Aber ihnen ist aufgrund von der geringen Anzahl schwer zu helfen. Der kalifornische Schweinswal wird am Golf von Kalifornien gefunden. Sie ähneln Delfinen, aber haben einige kleine Unterschiede. Zum Beispiel, dass sie 1,50 Meter groß sind, was sie zu dem kleinsten Tümmel auf der Welt macht. Sie haben auch einige farbige Flecken auf deren Körper, was sie von den anderen unterscheidet, genauso wie welche an deren Augen und am Mund. Sie verfangen sich in Fischernetzen und leiden dann, bis sie sterben. Aber es wird spekuliert, dass ihnen die steigenden Temperaturen des Wassers auch schadet. Es ist, um ehrlich zu sein, schwer zu sagen, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass diese Art vom Aussterben bedroht ist. Es gibt jedoch immer noch Hoffnung, da die Regierung versucht, diese Tümmler zu schützen, während es ihnen noch möglich ist, zu helfen. Ich hoffe, dass bald etwas gefunden wird, um ihnen zu helfen. Bengalgeier. Wir schließen die Liste im Himmel ab, wo wir einige verschiedene Vogelarten finden können, die vom Aussterben bedroht sind. Aber wir erwähnen den Bengalgeier aus einem bestimmten Grund. Hauptsächlich, weil diese Spezies einen 99%igen Fall in der Bevölkerung seit den 80ern aufweist.
Denk mal kurz darüber nach. Das bedeutet, dass in ungefähr 40 Jahren diese Spezies schon fast ausgestorben ist. Sogar Organisationen, die die Bevölkerung und Abnahme dessen studieren, sagen, dass es katastrophal ist. Es ist zwar traurig, aber der Bengalgeier hat schon fast die Ehre, der am schnellsten in der Bevölkerung abnehmende Vogel Geschichte zu sein. Das bringt nicht viel Hoffnung auf, diesen Vogel retten zu können. Aber der Grund für dessen Aussterben ist ein Tierarzneimittel. Diese Medizin ist giftig für den Geier und 3 Arten sind nun wegen dieser Droge vom Aussterben bedroht. Aber der Verlust dieser Geierarten hat einen großen Einfluss auf das Land Indien, wo diese Tiere leben.